Haben Sie Bosse? Er soll kämpfen, wo er steht. Mein Führer, ist die 9. Armee verloren. Um rücksichtslosen, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen. Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Dann soll die Armee kehrt machen. Dann entblößen wir die Westfront. Ich habe mich klar genug ausgedrückt. Aber wir müssen auch da eiskalt sein. Wir können jetzt keine Rücksicht auf sogenannte Zivilisten. Die Spurke, die sich am Obersalzberg um ihn rottet, war mir noch nie geheuer. Eiskalt niedergeschlagen. Ich habe heute den Fall Clausewitz ausgegeben. Und mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Wir können den Gruppenführer Fegelein nirgendwo finden. Dann suchen Sie ihn! Aber Sie haben es doch selbst gehört, er will nicht mehr führen. Holen Sie mir Fegelein! Wie bitte? Der Russe steckt 12 Kilometer vom Stadtkern. Wird das alles in Ordnung kommen? Es wurden viele Fehler gemacht, seien Sie unerbittlich. Aber gibt's noch? Allein auf Mr. Stein, wenn du fragst, warum bereitet Baba Künstler? Poor old man. Die Sohle Ehre! Nur um zu lernen, wie man Messer Gabel hält! Anstehen! Allein auf Mr. Stein! Was Sie mit Ihren medizinischen Forschungen erreicht haben, dafür werden Ihnen kommende Generationen dankbar sein. Möglich gemacht! Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht! Mein Führer, als Reichsarzt SS gibt es für mich keine Aufgaben mehr hier. Ihn zu verlassen ist ganz und gar unakzeptabel. Anstehen! Ich geriete doch einfach nur aus einem Kessel in den anderen. Was hat er daraus gemacht? Schon in unserem Staat möglich gemacht! Mein Führer, wenn es in Berlin zur Schlacht kommt, wir werden kämpfen bis zum letzten Mann. Jeder hat mich belogen, sogar die SS! Feuerstahl Befehl! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbringen... Ist das Feiglinge! Verreiter, Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist das Geschmeiß des deutschen Volkes! Ist der Mann auf der Stelle hinzurichten? Soll der Eid uns darin hindern, selbstständig zu denken? Fegelein! Widerstand in den Weg gelegt! Ich hätte gut daran getan! Alle Bahnanlagen, Kanäle, Docks, Schleusen, Schiffe, Lokomotiven, all das zu zerstören. Ach, Unsinn! Er ist nicht in der Bunkeranlage. Verrat! Heute bin ich nur angekommen, sage, bin ich zu spät. Göring, man müsste die ganze Luftwaffenführung sofort aufhängen! Ist der Russe schon so nah? Das ist der schlimmste Verrat von allen! Mein Führer. Das war ein Befehl! Und stößt auf Stahnstoff. Es wurde ein ungeheuer Verrat geübt am deutschen Volke! Wir sind Soldaten. Wir haben unseren Eid auf den Führer geleistet. Das war ein Befehl! Alle diese Verräter werden bezahlen. Allein auf mich! Jawohl, die Lage ist aussichtslos, aber sozusagen beschissen. Sie werden das saufen in Ihrem eigenen Blut! Kann letztlich nur triumphieren, indem es das Schwache ausmerzt. Kommende Generation dankbar sein. Ich übernehme für alles die volle Verantwortung. Ein die andere! Dieser Versager, dieser Schmarotz. Möglich gemacht! Da ist das ein wahnsinnig geworden. Deutsche Falke! Der besten Offiziersjahrgänge gefallen. Dann soll die Armee kehrt machen! Sind Sie denn alle verrückt geworden? Glauben Sie im Ernst, der Führer weiß das nicht selbst? Dann suchen Sie ihn! Ja, vielleicht schon dort! Weil die anderen ja! Und jetzt das! Dort! Um sich zu autorisieren, behauptet er, ich wäre krank! Hallo. Der Divisionsgefechtsstand der Flak am Zogen gemeldet, dass sie hier um Geschütze nur des Kalibers... Aufhängen! Und ich erfahre das sozusagen auf Nachfrage. War der Russe schon so nah? Hat die Korruption in unserem Staat möglich gemacht? Mein Führer, sind Sie einverstanden, dass ich nach Ihrem Entschluss in der Festung Berlin zu verbleiben? Von vor kommt der Beschuss! Das sind ja nur
12 Kilometer bis zum Stadtkern. Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Fähig, 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 fähig. Das war ein Befehl! Und wir sind seinem Willen verpflichtet. Verrat! Mein Führer, 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 Nimm's zur Not aus den abgestellten Fahrzeugen, die braucht eh keiner mehr. Ich will sofort zum Bericht! Soll der Alt uns darin hindern, selbstständig zu denken? Um sich zu autorisieren, behauptet er, ich wäre krank! Widerstand in den Weg gelegt! Wenn er Berlin nicht verlässt, ist es aus. Die Bolschewiken werden uns allen den Hals umdrehen. Glaube! Ich habe mich klar genug ausgesprochen! Im Raum zwischen Berlin und der Küste bis Stettin und Hamburg. Der Kommandeur, der Kräfte zurückhält, hat binnen 5 Stunden sein Leben verwirrt. Sofort entmachtet wird und alle im Job aufgibt. Friendly UAV overhead. Ja, vielleicht schon da! Was hat er daraus gemacht? Mein Führer, bitte, verlassen Sie uns nicht. Ein paar Vanille Vollbild! Und darin alle höheren Offiziere registrieren zu lassen, wie Stalin! Unerhört! Oder in einem Bauernhaus oder in irgendetwas ähnlichem hausen und das Ende abwarten. Und dem Russen einen so vernichtenden Schlag versetzen, dass er alles rettet. Soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Aber dafür sind die jungen Leute doch da. Nein, die anderen! Ja, 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 ja! Mein Führer, die Befehle sind ausgearbeitet. Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort als Offizier. Das ist der schlimmste Verrat von allen! Ja, ist das ein wahnsinnig geworden. Wir müssen die Zivilbevölkerung schützen. Der Befehlsführer ist unumstößlich. Egal, was passiert, wir werden durch eine Diskriminierung enden. Mein Führer, wenn Sie diese Pläne verwirklichen wollen, dann sollten Sie Berlin verlassen. Bringen Sie mir Fäden ein! Die Generalität ist das Geschmeiß des deutschen Volkes! Na prächtig, und wenn er sich gefangen hat, wie geht's dann weiter? Ausgedrückt! Es ist unwahrscheinlich, dass Wenck mit seinen wenigen Verbänden der Roten Armee... Wieso behaupten Sie, ein Angriff Wenck sei unwahrscheinlich? Wenck hat der Roten Armee absolut nichts entgegenzusetzen! Es wurde ein ungeheurer Verrat geübt am deutschen Volke! Aber alle diese Verräter werden bezahlen! Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen! Ich will fest! Verrat an meiner Person! An meiner Person!